Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Und es ist nicht nur eine neue Folge, sondern es beginnt eine neue Staffel. Denn die letzte Staffel war ja eine verdammt kurze Staffel. Ich habe mit dem Projekt ja neu angefangen und will ja den Hardcore-Modus schaffen. Mit allen Erfolgen plus Enderdrache besiegen. Ja, das hat in der letzten Staffel, war das in der dritten Folge dann auch vorbei. Obwohl das so gut angefangen hat. Wirklich, das war ein so guter Start. Oh, da sind Kühe. Die schnappe ich mir mal direkt. Ich meine, das dauert ein bisschen länger, die mit der Hand zu verkloppen, aber die tun mir ja nichts. Dann habe ich ja wenigstens ein bisschen Fleisch. Oh, die kann nicht mehr abhauen. Sehr gut. Ja, ich hoffe, es klappt jetzt besser. Hat mich echt geärgert. Das war wirklich ein dummer Fehler, wenn ihr es nicht gesehen habt. Schaut einfach mal in die Staffel 1 rein. Warum es ja nicht geklappt hat. Es war wirklich einfach nur unvorsichtig von mir, was ich da gemacht habe. Ja, und ich hoffe mal, dass ich das dieses Mal besser hinkriege. Und ein bisschen vorsichtiger hier rumlaufe. So, wir schnappen uns jetzt erstmal genügend Holz. Okay. Sehr gut. Den ersten Erfolg habe ich wieder. Und ich glaube, mein Haus baue ich dann auch direkt hier neben dem Wald. Als allererstes machen wir uns natürlich eine Kiste. Und dann machen wir uns hier ein paar Stöcke. Und ja, die Kiste stellen wir hier hin. Dann bauen wir gleich das Haus drumherum. So, dann machen wir uns direkt mal eine Spitzhacke. Quatsch. Und ein Schwert. So, Fleisch haben wir. Okay, gut, dann geht's weiter. Nein, warte mal. Einen Moment. Ich wollte gar keine Spitzhacke fällen. Das war jetzt dämlich. Obwohl, die können wir ja auch gebrauchen, aber ich wollte jetzt erstmal noch Holz sammeln. Das ist wichtiger. Das war ja den ersten Tag. Überleben. Und ja, bevor es Nacht wird, und das ist halt wichtig, dass wir uns da erstmal jetzt wieder einen Unterschlupf basteln. Hör ich da, schnauft da irgendwas neben mir? Ja, ich höre Kühe. Aber die hört sich auch so, ich habe mit den Kopfhörer habe ich auf, die hört sich so nah an. Läuft die da irgendwo auf dem Baum rum oder was? Das Schnauben eben, das war so direkt, als wenn die in mein Ohr geschnaubt hätte. Fehlte wirklich nur noch der Windzug. Da, habt ihr das gehört? Mu, und dann hat sie geschnaubt. Schon wieder. Okay, das reicht, glaube ich, an Holz. Wichtiger ist, dass wir vielleicht noch... Oh, hier, da unten. Jetzt müssen wir alles nehmen, was wir kriegen. Na komm, das dauert ja ewig. Und ich glaube, jetzt unter Wasser dauert das noch länger, oder? Oder nur, wenn ich unter Wasser bin. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube, nur wenn ich selber auch unter Wasser bin. Natürlich habe ich die nicht bekommen. Natürlich sind die weggeschwemmt. Ach, verdammt, das gibt's doch nicht. Das ist doch dämlich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Schade, dass wir nicht direkt hier irgendwo ein Dorf haben oder so, wo wir unser Quartier bauen könnten. Ich laufe nochmal und gucke nochmal, ob wir irgendwo zumindest Kohle vielleicht finden. Damit wir bevor es... Ach, jetzt ist hier auch noch ein Meer oder was? Ja. Super, hier finden wir natürlich keine Kohle. So finden wir keine Kohle. Wir könnten natürlich Kohle machen, wenn wir
Ja, mindestens ein Stück Kohle brauchen wir ja, um aus Holz dann Kohle zu machen. Na, komm schon, nicht weglaufen. Nein! Ach, okay. Ah, das ist... Boah. Na gut, Kühe gibt's hier genug. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie einem Zombie oder so begegnen. Und ich denke mal, ich schnapp mir einfach noch hier das Futter. Ach du meine Güte. Da ist Feuer ausgebrochen. Ja, wie cool ist das denn? Da spawnt die Welt direkt so, dass der Baum neben einer Lavaquelle ist. Krass, da wird der ganze Wald hier abbrennen. Ich weiß nicht, wann das stoppt, aber da wird garantiert einiges abbrennen. So, ich muss mir merken, wo ich hergekommen bin. Aber hier gibt es auch keine Kohle. Ja, vielleicht sollte ich mal vielleicht doch ein, zwei Steine mitnehmen noch. Oder überhaupt erstmal Stein sammeln. Damit wir die Nacht überleben. Dann können wir wenigstens im Haus, solange es dunkel ist, ein bisschen was machen. Andererseits ist das natürlich hier die Stelle, wo die Lava ist, ist natürlich auch eine gute Stelle, weil es dann auch nachts hier hell ist. Ach jetzt. Ach, warum sagt mir das denn keiner? Jetzt fällt mir das erst auf. Ich habe sonst nie mit der Holzaxt gearbeitet. Mit der Holzaxt geht das gar nicht anscheinend. Warte mal. Doch, man muss doch hier Stein kaputt kriegen. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ach! Okay. Ihr dürft jetzt alle lachen und richtig fiese, blöde Kommentare unter dieses Video schreiben. Ich Idiot. Die ganze Zeit mache ich meine Axt dafür kaputt, um Steine zu machen. Und ich frage mich noch die ganze Zeit, warum dauert das denn so lange? Uiuiui. Okay, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich bin eben noch von der Arbeit nach Hause gekommen und dachte mir, okay, nimmst du mal ein paar Folgen für die neue Staffel auf. Und auf dem Weg nach Hause treffe ich auf eine Biene. Fliegt so an meinen Kopf. Auf einmal höre ich nichts mehr. Und dann hatte ich schon so dieses komische Gefühl, die ist irgendwo noch an meinem Kopf. Ja, und dann fasse ich da mit der Hand hin. Und da war die... saß die auf meinem Kragen, ja, und hat dann in meinen Finger gestochen. Und darunter leide ich noch sehr, ja. Boah, hier brennt ja wirklich alles jetzt. Krass. Der Hammer. Soll ich hier bleiben? Ich bleib hier, oder? Mir kann doch nichts passieren. Jetzt kann... brennt... warte, vielleicht finde ich hier noch ein Plätzchen, wo es nicht anfängt zu brennen. Obwohl, hier ist es... Nee, komm. Hier ist es zu gefährlich, weil der Wald hier ist extrem dunkel. Und wenn es nachher Nacht wird, wird es hier richtig duster. Wir gehen wieder zurück zum Punkt, wo ich die Kiste hingesetzt habe. Gucken, ob hier kein Zombie kommt. Ja, und dann baue ich da erstmal schnell jetzt das Haus. Wie viel Uhr haben wir denn? Wie spät haben wir es denn hier in Minecraft? Oh, oh. Oh, 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 Orientierung. Da ist die Kiste. Ich Idiot da mit der Holzaxt die ganze Zeit. Ja, das wäre jetzt nicht passiert, wenn ich das... Oh ne, warte mal, die Bretter nicht. Ich wollte das nehmen. So, dann ganz schnell mal hier so ein Häuschen hinbauen. Ah ja, okay, komm, einen machen wir noch und dann kommt hier in die Tür rein. Okay, gut. Also hier die Tür. Und
Hier kommt ein Fenster rein. Gut, wenigstens habe ich genug Holzbretter. Aber blöd, überhaupt keine... Warte mal, mache ich da zwei Fenster? Ich will jetzt auch nicht riskieren, wenn ich das ein breites Fenster mache, weil ich habe ja jetzt kein Glas. Dass mich eine Spinne überrascht. Jetzt wird es nämlich richtig dunkel. Mist, jetzt habe ich daneben gebaut. Und ihr seht schon, das ist ja extremst dunkel hier. So, machen wir das hier zu. Und ja, nicht mehr verbrauchen, als man muss. Okay, alles klar. Gut, dann noch schnell eine Tür. Und zack, da rein. Ah, mir wäre lieber eine Tür gewesen, aber dann machen wir das anders. Hier machen wir jetzt auch nochmal ein Guckloch rein. Sehr gut. Okay, dann rüsten wir uns erstmal schon mal aus. So, und machen uns aus dem Material erstmal alles Wichtige. Die hier tun wir mal als Ersatz dann weg. So, noch eine Axt. Oh, ich habe hier immer mein System. Irgendwie habe ich das immer gleich. Von der Reihenfolge hier, von dem Werkzeug. Warum, weiß ich nicht. Habe ich mir... Ach nein, 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 nein. Zurück, zurück. Tu die zurück. Ah, verdammt. Gut. Egal. Jetzt haben wir die Grundausrüstung wieder zusammen. Und ich weiß gar nicht, kann man rohes Fleisch auch essen? Ja, aber es bringt nicht so viel, ne? Okay, ich lasse es erstmal. Noch habe ich ja nichts zu befürchten hier. Mal gucken, es sieht auch sehr friedlich aus, bis auf da hinten die Spinne. Oh, schon zwei. Und da hinten habe ich auch einen Creeper gesehen. Okay. Aber hier ist aus, bis auf diesen Psychohasen, der da einfach ganz still in eine Richtung starrt, sehe ich hier niemanden. Hier vielleicht auf der anderen Seite. Kann ich da jemanden erkennen? Oh, da hinten ist eine Höhle. Das ist gut, vielleicht für den nächsten Tag, um nach Kohle zu suchen. Also, das ist schon mal gut. Dann gehen wir dann erstmal in die Richtung. Mal gucken, ob wir hier noch was erkennen. Ne, dann gehen wir da hin. Und mich reizt es ja wieder, ne? Ich will wieder raus. Oh Mann, da ist ein Creeper. Oh, und Zombies. Sonst aber in der Nähe, in der direkten Nähe, noch nix. Oh doch, da kommen noch mehr Spinnen. Ja. Ich gehe mal hier oben hin. Um trotzdem mal auch in der Nacht jetzt einen kleinen Überblick hier zu verschaffen. Da hinten haben wir Wasser. Brennt eigentlich? Ja, das seht ihr das? Da hinten. Der Wald brennt immer noch. Also da hinten wird einiges abgerodet. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist auch nicht schlecht. Das hatte ich auch noch in keiner Welt, die neu erstellt wurde. Das ist ein kompletter Wald. Und der ist ja auch noch riesig, ne? Ob das Feuer vielleicht sogar noch bis hier vorne kommt? Naja, wir werden sehen. Und ja, sind dann gespannt. Also, die erste Folge haben wir überlebt. Die erste Folge der zweiten Staffel. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Tipps habt, haut die raus. Dann schreibt ihr einfach in die Kommentare, wie man hier besser vorankommt. Welche Sachen ich unbedingt brauche zum Überleben. Welche Sachen ich mir machen sollte. Worauf ich achten sollte. Und. Wenn ihr schon Erfahrungen mit dem Hardcore-Modus gemacht habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefällt, gebt mir einfach einen Daumen hoch. Und ja, dann sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.